Sie vermitteln Inhalte und Kompetenzen sehr unterhaltsam, sehr nachhaltig und sie machen sehr viel Spaß. Sie versetzt die AkteurInnen in die Lage, gegenseitig in eine neue Rolle zu schlüpfen, diese auch zu leben, sie anzunehmen und auch ein Stück weit zu verteidigen im Diskurs. Ja? Also ich war ganz froh, eine Rolle abgekriegt zu haben, wo ich sage, oh, das hast du noch nie gemacht. Aber was neu war, ist, dass man sich in eine andere Rolle oder Funktion eindenken muss. Das fand ich dann auch im Nachhinein sehr bemerkenswert, auch die Ergebnisse dann vielleicht. Die gesetzlich verankerte Jugendhilfeplanung bietet Kommunalverwaltungen bundesweit einen wirkmächtigen Hebel zur Gestaltung guter Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Dabei zeigen sich in der Ausgestaltung der Jugendhilfeplanung häufig typische Herausforderungen, die auch für die gesamte Verwaltung entscheidend sind, um zukunftsfähig zu sein und Herausforderungen anzunehmen. Wie kann es gelingen, wirkungsorientiert und auf strategische Ziele ausgerichtet zu arbeiten, statt in einzelnen Ressorts, in Zuständigkeiten und Verwaltungszuschnitten zu denken? Wie kann es gelingen, gemeinsam mit Politik und Trägern, statt gegen sie zu arbeiten? Wie kann es gelingen, die Perspektive von Kindern, Jugendlichen, Fachkräften und Expertinnen vor Ort einzubeziehen und in der Planungspraxis zu berücksichtigen? Diesen Fragen stellen wir uns als Initiative Kommune 360 Grad, einem Zusammenschluss aus der Eurides-Stiftung, FINEO und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gemeinsam mit innovativen und mutigen Akteuren aus Kommunalverwaltungen bundesweit. Dabei geht es uns nicht darum, die eine Lösung für integrierte Planungsprozesse zu entwickeln. Es geht uns vielmehr darum, zu verstehen, was Kommunalverwaltungen, einzelne Akteure, Träger und Politik brauchen, um zu einer kooperativen Arbeitsweise zu kommen. Ich möchte nämlich die Planungen integrieren, also das heißt, verschiedene Planungsansätze, die wir haben, auch aufeinander abstimmen, damit wir ein konstantes und kompaktes kommunales Handeln haben. Die Jugendhilfeplanung in der Stadt Halle hat sich auf den Weg gemacht, Planungsprozesse beteiligungsorientierter zu gestalten. So wurde eine Kinder- und Jugendstudie auf den Weg gebracht und in Planungsprozessen wurde gemeinsam mit den freien Trägern der Jugendhilfe über Bedarfslagen von diesen Zielgruppen diskutiert. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass Menschen miteinander ins Gespräch gekommen sind, die sonst nicht so oft vis-à-vis an einem Tisch sitzen. Sie sind sich auf Augenhöhe begegnet und konnten gegenseitig ihre Expertise einbringen. Integrierte Planung ist damit eigentlich ein stetiger Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen Akteuren, Systemen und Organisationen, zwischen verschiedensten Interessen und Bedürfnissen, aber auch darum, was gute Kinder- und Jugendarbeit eigentlich ausmacht. Was hilft nun dabei, in solche Aushandlungsprozesse konstruktiv reinzugehen und das bestmögliche Ergebnis zu erreichen? Wir finden einen Perspektivwechsel. Gemeinsam mit der Stadt Halle und mit Unterstützung der Agentur Planpolitik haben wir genau hierfür ein Planspiel entwickelt. Planspiele sollen nämlich anhand von realen oder fiktiven Settings Probleme thematisieren und Menschen in die Auseinandersetzung damit bringen, welche Lösungen, welche Antworten auf bestimmte Fragen oder Konfliktstellungen gefunden werden können. Jedes Planspiel besteht zum einen aus einem Szenario. Das ist für alle Teilnehmenden gleich. Darin wird ein Konflikt umrissen, den idealerweise die Teilnehmenden lösen oder sich auf den Weg zu einer Lösung begeben. Als zweites wichtiges Element Rollenprofile, individuelle Rollenprofile. Darin stehen Interessen, Positionen, Lösungsvorschläge für den Konflikt geschrieben und die dienen als Basis für die Verhandlungen oder Aktionen, die dann im Planspiel passieren werden. Als drittes wichtiges Element gibt es Spielregeln. Da steht geschrieben, wie lange dauert ein Planspiel, wie wird eine Lösung gefunden, wer darf abstimmen und so weiter. Also Szenario, Rollenprofile und Spielregeln. Los geht's. Ganz wichtig ist zu betonen, dass die Entwicklung für uns auch ein Prozess ist. Also dass wir jetzt nicht irgendwie ein fertiges Produkt in einem
Aufwasch entwickeln, sondern dass wir da schrittweise vorgehen. Wir haben ja viel mit ExpertInnen in der Kinder- und Jugendhilfe gesprochen. Wir haben Interviews geführt, die wir natürlich anonymisiert haben. Wir haben Unterlagen gesichtet. Und was uns eben auch wichtig ist, also wir gehen durchaus immer wieder, auch wenn es ein bisschen Mut bedarf, mit einer unfertigen Zwischenversion raus und holen uns dann eben gezielt Feedback dazu. Also funktioniert das so? Funktioniert es vielleicht noch nicht? Was ist gut an diesen Rollen? Wo können sich die Teilnehmenden gut reinfühlen? Wo muss aber auch noch nachjustiert werden? Und nehmen dann eben dieses Feedback aus der Praxis auch wieder in den Entwicklungsprozess mit auf, damit wir eben nicht an der Praxis vorbei entwickeln. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und am Ende geht es schließlich darum, dass ein Planspiel auch tatsächlich gespielt wird, dass Rollen übernommen und der Perspektivwechsel hautnah erlebt wird. In unserem Fall haben wir unsere Partnerkommunen in die fiktive Stadt Schlotterbrück geschickt. Dort findet eine Klausurtagung des Jugendhilfeausschusses statt mit dem Ziel, sich auf strategische Ziele zu einigen, die den Rahmen für die Jugendhilfeplanung bilden. Ja, für uns im Entwicklungsteam war es tatsächlich so, dass es ein sehr, sehr spannender Moment war, als wir das Spiel zum ersten Mal getestet haben und die Rollenprofile auch angespielt haben. Man verbringt ja irgendwie sehr, sehr viel Zeit damit, diese Rollenprofile zu entwickeln, sich die auszudenken. Und durch die Teilnehmenden, durch das Anspielen, das wir gemacht haben, wurden die Rollenprofile ja auch so ein Stück weit zum Leben erweckt. Die fiktive Reise nach Schlotterbrück ist somit jedes Mal aufs Neue spannend tatsächlich auch. Planspiele helfen, einen Schritt zurückzugehen und mit einem ganz neuen und frischen Blick auf vielleicht durchaus bekannte Probleme zu schauen und zu neuen, überraschenden Erkenntnissen zu kommen. Teilnehmende können in einem geschützten Raum also Wissen und Kompetenzen stärken, neue Perspektiven und Handlungsoptionen kennenlernen und auch ausprobieren. Sie können die eigene Position und Perspektive reflektieren und vielleicht auch ein bisschen in Frage stellen und Empathie für andere durchaus legitime Perspektiven entwickeln, die ansonsten in der Realität vielleicht sehr fremd erscheinen. Es geht darum, Fragen zu beantworten, wie lebt diese Person, welche Erfahrungen hat sie gemacht, was treibt sie an, was ist ihre Haltung? Das ist eine sehr große Herausforderung, auch mehr als ich am Anfang gedacht habe, aber es trägt dazu bei, Kommunikation zu verbessern, mehr Verständnis für den anderen zu erzeugen. Es kann auch dazu führen, Lösungen kreativer anzugehen und sich auch mit ganz neuen Augen zu begegnen. In der Entwicklung der Jugendhilfeplanung insgesamt denke ich schon, dass das wichtig ist, sich auch in andere Positionen reinzuverdenken. Warum agiert der denn gerade so? Mit welche Interessen hat er zum einen, zum anderen aber auch, welchen Zwängen unterliegt er? Es ist wirklich tatsächlich ein großer Erkenntnisgewinn, wenn man sozusagen sich in den Rollen eingetaucht ist. Wir haben natürlich eben auch so Träger, Perspektiven, die wir kennen. Und da gibt es manchmal vorsichtig vielleicht mit Anführungszeichen Vorurteile. Bestimmte Rollenmuster sind ja immer wieder wiederholend. Und wenn man aber jetzt plötzlich dann mal die Rolle einnimmt, sieht man also ganz andere Dinge, die gar nicht so zwanghaft sind, sondern das ist einfach so, es ist natürlich die Funktion, die man da einnimmt, die einen so agieren lässt, wie man agiert. Und wir haben das mit viel Spielfreude dann auch wirklich ausagiert. Und das danach die Erkenntnis, dass man also Verständnis gewinnt, warum der andere genauso agiert, wie er jetzt agiert, das war eine sehr gute Erkenntnis. Ich denke, diese Methode ist sehr gut geeignet für Gremien, die sich neu gründen, vielleicht weil eine Legislaturperiode neu begonnen hat, sich aufeinander einzuschwingen, das gemeinsame Arbeiten an Themen trotz unterschiedlicher Positionen gut zu gestalten und eine Basis zu bringen und letztlich sich auf den Kern der Debatte zu konzentrieren, die Kinder und Jugendlichen. Und diese Methode gegebenenfalls sogar künftig immer mal selbst einsetzt, wenn wir wichtige Entscheidungen vorzubereiten haben. Und es wäre wirklich schön, wenn die Jugendhilfeplanung insgesamt wieder etwas stärker in den Fokus kommt. Das ist so mein Wunsch. Und wie sieht es bei Ihnen in Ihrer Kommune aus? Welchen Stellenwert hat die Jugendhilfeplanung im Sinne eines integrierten und kooperativen Prozesses?
Haben Sie selbst Lust bekommen, das Planspiel einmal zu spielen und in die Rollen einzutauchen? Dann melden Sie sich gern bei uns und werden Sie Teil der Initiative Kommune 360 Grad.